mein Praktikant steht seit Stunden allein in der Gärtnerei. Oh, ich bin so eine Chaotin. Mach dir keinen Kopf. Wir geben Gas und sind in 0,0 da. Herr Böttcher, was haben Sie denn gemacht? Ich bin hängen geblieben und dann ziemlich dumm gefallen. Sie haben den Ellbogen erstmal ruhig gestellt, aber vielleicht muss ihn operiert werden. Ich falle auf jeden Fall 6 Wochen aus. Und wer leitet das Hotel? Auch die Laborwerte Ihres Notfallpatienten sind da. Und neue Erkenntnisse? In seinem Blut ist Candida auris nachgewiesen worden. Die Patientin mit der Pilzinfektion. Liegt abgeschottet auf der Isolierstation. Was eine Übertragung mehr als unwahrscheinlich macht. Es ist meine Schuld. By the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Ich habe Herrn Weber mit dem Candida auris infiziert. Wie kommen Sie denn darauf? Nach der Notfallbehandlung, da hatte mein Handschuh einen Riss. Und ich war kurz zuvor bei Frau Zeus auf der Isolierstation, die Frau mit der Pilzinfektion. Aber danach werden Sie sich doch sicherlich die Hände desinfiziert haben, oder nicht? Ja, desinfizieren gehört zur Routine. Ich mache das 1000 Mal am Tag. Also ja, ich nehme an, dass ich mir die Hände desinfiziert habe. Sie nehmen an. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich bin mir sicher, dass Frau Kilic sich die Hände desinfiziert hat. Ich werde direkt noch mal ein Memo rausschicken, dass sich auch wirklich alle an die Hygienevorschriften halten. Wenn das meine Schuld ist, so eine Sepsis kann für Herrn Weber halt tödlich sein. Nicht zwangsläufig. Und es steht auch noch überhaupt nicht fest, dass du dafür verantwortlich bist. Wer denn sonst? Klaas, ich habe Mist gebaut. Und weißt du warum? Weil mir das alles gerade zu viel ist. Was genau? Das mit dir, das mit uns, einfach alles. Tja, und dann habe ich lässig angesetzt, lässig über die Mauer zu springen und dabei... Herr Böttcher? Oh! Hallo. Hi. Was ist passiert? Herr Flickenschild, das Radiusköpfchen im Ellbogen ist gebrochen. Herr Böttcher fällt die nächsten 6 Wochen aus, mindestens. Leider war. Ich hätte meine Freizeit lieber im Spa verbringen sollen, anstatt quer durch die Heide zu joggen. Tut's weh? Geht so. Aber Sie sehen ja, ich kann meinen Arm nicht bewegen. Und was machen Sie dann hier? Na, dem Rechten sehen, das Hotel ist... Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie kümmern sich um Ihre Gesundheit. Das hat oberste Priorität. Herr Flickenschild hat recht. Und wer kümmert sich um das Hotel, wenn ich nicht da bin? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Sie gehen jetzt nach Hause und werden ganz schnell gesund. Hm? Also, eine gute Besserung. Ja, also gut. Danke. Der Arme kann einem wirklich leid tun, ne? Ja, ich wollte Hennys Rad noch flott machen. Mhm, mach das, schöne Idee. Ich könnte einspringen. Wollten Sie nicht zurück nach Avignon? Ich habe Zeit, meine Pläne haben sich geändert. Also, ich könnte mir niemand kompetenteren vorstellen als Sie, aber wissen Sie, die Sponsorengespräche sind auch nicht tagfüllend. Das heißt also, ich habe genau wie Sie auch Zeit. Also, ich übernehme die Vertretung selbst. So ein Mist. Deutschland im 21. Jahrhundert, Handynetz-Fehlanzeige. Ich habe auch kein Netz. Ja, und jetzt? Ich habe Spätdienst. Für mich ist das kein Problem. Ach, schön für dich. Warum mussten wir auch ausgerechnet diesen Weg wählen? Ich meine, hier ist nichts. Weil es laut Navi der kürzeste Weg ist. Ja gut, dann laufen wir jetzt. Was? Nein, Franka, spinnst du? Das ist viel zu weit. Mann, mein Schülerpraktikant steht seit Stunden allein in der Gärtnerei. Und gleich kommt die Journalistin von der Nord-Ostsee-Zeitung, um mich jetzt zu interviewen. Jetzt beruhige dich erstmal. Und stattdessen findet sie einen minderjährigen Praktikanten vor, der nichts kennt außer einem Besen. Mit
entschuldige. Das kannst du doch dann später alles aufklären. Ja, oder in der Zeitung lesen. Kinderarbeit in der Gärtnerei Albers. Schülerpraktikant am ersten Tag in der Gärtnerei vergessen. Oh, oder wie ist der? Minderjähriger von Blumen beaufsichtigt. Ja, das ist gut. Ach komm jetzt, irgendwann wird schon Auto vorbeikommen. Ja, hier? Niemals! Hier ist nichts und niemand! Du musst schon etwas Geduld haben. Mann, Marvin, tu mal was! Warst du noch mal bei Herrn Weber? Ja, das Antibiotikum hat noch nicht angeschlagen, aber ist stabil. Du wolltest reden? Nicht jetzt. Du brauchst mal eine Pause. Oder musst du gleich wieder in die Wäscherei? Ich habe Angst, dass ich einfach so gestresst bin, dass ich anfange, Fehler zu machen. Unser Streit auch noch kurz vor der Notfallbehandlung von Herrn Weber, das war völlig unnötig. Und auch der völlig falsche Rahmen. Nach dem Feierabend. Genießen Sie ihn. Die Sache mit Herrn Weber macht ihr wirklich zu schaffen. Ist richtig durch den Wind. Ja, sie macht wohl gerade eine komplizierte Zeit durch. Ja, das habe ich auch gehört. Ich kann nur sagen, dass Frau Gilitsch während der Arbeitszeit stets professionell agiert. Sie glauben also nicht, dass sie die Hygienevorschriften missachtet hat? Meiner Erfahrung nach nimmt sie die Hygienevorschriften sehr ernst. Also, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ausschließen kann ich es natürlich auch nicht. Hand aufs Herz, wer von uns hat noch keinen Fehler gemacht? Und Notfallsituationen sind noch mal stressiger. Klar. Entschuldigung. Joe? Joe, mach mal ein bisschen langsamer, bitte. Was? Und wo ist Frau Böttcher? Ja, ich komme. Mhm. Ja, bis gleich. Tschüss. Entschuldigung. Herr Heidmann, es freut mich, dass Sie das Drakönige wieder beehren. Frau Bergmann wird Sie einchecken. Ja, Amelie. Frau Fährmann, willkommen. Hallo, Frau Janssen. Ach, ich freue mich so, dass Sie beschlossen haben, wieder in Lüneburg zu leben. Bitte setzen. Na, Sie sind ja mal wieder bestens informiert. Na, das will ich meinen. Werden Sie hier wieder anfangen? Ach, wissen Sie, meine Expertise ist hier zurzeit nicht gefragt. Herr Flickenschild ist der Ansicht, dass er das Hotel auch ohne Geschäftsführer kann. Nein. Wir dachten, Sie sind ein Fünf-Sterne-Hotel hier. Ja, da habe ich mir vom Service mehr erwartet. Meine Herrschaften, bitte beruhigen. Was ist denn da los? Ja, das frage ich mich auch. Der Zimmerservice kümmert sich bereits um Ihre Zimmer. Juckt Ihnen nicht in den Fingern? Chefsache. Wir haben ja schon weit im Voraus gebucht. Vielleicht nehmen Sie so lange im Restaurant Platz und wir servieren Ihnen ein Getränk Ihrer Wahl. Entschuldigen mich kurz. Flickenschild? Aber wieso? Ich kann jetzt hier unmöglich weg. Wenn das wirklich so dringend ist, dann ich versuche es auf jeden Fall. Ja, gib es gleich. Frau Bergmann, es tut mir leid, aber ich muss dringend nach Hamburg. Jetzt? Ein Sponsor für das Regenwaldprojekt droht abzuspringen und das würde Frau van Loon überhaupt nicht gefallen. Ja, aber Sie können mich doch nicht mit denen hier alleine lassen. Ja, was soll ich denn machen? Sie schaffen das schon. Ich meine, Sie haben Ihre Ausbildung mit Bravour bestanden. Also, bitte. Gucken Sie, die arme Frau Bergmann, die ist doch heillos überfordert. Ja, ich kann also das auch gar nicht mit ansehen. Moment. Ran, ran, ran. Die Zimmer sind quasi schon fertig. Ich schaue sonst noch mal. Herzlich willkommen im Drei Könige. Mein Name ist Amelie Fährmann und ab jetzt für die Lösung Ihrer Probleme zuständig. Frau Bergmann, wir sind doch sicher nicht komplett ausgebucht. Also wir haben schon weit im Voraus gebucht. Okay. Also, ich nehme an, Sie haben nichts gegen ein Upgrade auf Kosten des Hauses, versteht sich. Das klingt gut.
Gut, Frau Bergmann, schreiben Sie bitte mit. Also, die Herrschaften bekommen einmal das Zimmer im Erdgeschoss mit der Terrasse, die zwei Komfortzimmer in der ersten Etage und die Junior Suite in der zweiten. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Ja, super. Gut. Dankeschön. Was für ein Chaos. Also, können Sie ihr Zeug auch mal wegräumen? Ist in Ordnung. Tina hat sich nicht gemeldet. Nein. Nichts. War schon seit Tagen. Sie haben einen Ausflug gemacht in die Sierra Grazalema. Müssen längst zurück sein. Sie ist bestimmt mit Töpfern beschäftigt und ihren ganzen Töpferkursen. Danke für die Pumpe. Ja, klar. Antwortest du denn immer gleich? Tina hat darauf bestanden, dass wir täglich einen Videocall machen. Damit Louis mich nicht vergisst. Der wird dich doch nicht vergessen. Was ist jetzt mit den täglichen Videocalls? So langsam habe ich kein gutes Gefühl mehr. Also, ich bin jetzt verabredet mit Michael. Wir wollen ein bisschen über das Westerndorf reden. Oh, geh mir weg mit diesem Michael. Komm schon, ich weiß gar nicht, was du gegen den Typen hast. Ich finde ihn ganz sympathisch. Ja, und außerdem ist dieses Westerndorf wirklich spannend. Der sucht übrigens noch ein paar gestandene Handwerker. Ja, ich weiß. Mich hat er auch schon angehauen. Ja und? Ein bisschen zusätzliches Geld auf dem Konto ist doch gar nicht schlecht. Okay. Und was zahlt er dir? Ja. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja. Immer wenn es ums Geld geht, dann weicht er aus. Na ja, jetzt komm doch erst mal mit und hör dir an, was er zu sagen hat. Vielleicht wird das ganz schön. Warum nicht? Aber ich sag dir, ich habe kein gutes Gefühl bei dem. Von Tina. Ach, siehst du. Na, endlich. Sie entschuldigt sich, dass sie sich nicht gemeldet hat. Oh, Luis hatte Ohrenschmerzen. Ach was, der war krank? Also, da hätte ich als Papa schon gerne eine Nachricht gehabt, ja? Sie schreibt, jetzt ist wieder alles gut. Dank Ernesto. Ich bin so froh, dass er immer an meiner Seite ist. Ja, das klingt doch ganz gut. Los, komm. Wer ist Ernesto? Auch nicht. Lilly, ich bin hier komplett alleine, ja? Und die Reporterin kommt gleich. Also, was ist denn nun? Kommst du oder kommst nicht? Super. Okay, aber beeil dich bitte, ja? Und bring Sam mit. Sehr, sehr wichtig. Ja, wir sehen uns gleich. Okay. Okay, tschüss. Na? Was ist los? Super. Sag mal, ist Frau Böttcher immer noch nicht da? Nein, ich habe sie versucht anzurufen. Sie hat nicht abgenommen. Okay, was ist mit den Aushilfen? Krank und im Urlaub. Das heißt, du bist schon den ganzen Tag hier alleine? Ja, also ich habe schon richtig gut hingekriegt. Habe ein paar Bestellungen notiert und ein paar Blumensträuße, die schon fertig waren natürlich, habe ich da schon verkauft. Aber das ist jetzt alles Nebensache. Ah. Denn gleich kommt eine Reporterin. Eine Reporterin? Ja, NOZ. Und was will sie? Na was wohl? Ein Interview mit Frau Böttcher. Frau Böttcher ist nicht da. Eben. Aber ich habe einen Plan geschmiedet, wie wir das mit der Reporterin machen. Und dafür brauche ich dich. Mich? Ja, so als Backup, falls was schief geht. Lilly und Sam kommen gleich. Okay. Kannst du. Du hast Glück, dass ich Feierabend habe. Super. Also, wie sieht der Plan aus? Also, zunächst wirst du das hier anziehen. Das ist ein Verkaufsschürze. Genau. Ernesto, wer soll das sein? Jemand aus Ihrem Kurs oder ein Lehrer? Ja, vielleicht auch ein Touri. Warum schreibt sie mir sowas? Was will sie mir damit sagen, Ernesto? Ja, wer? Wo ist er denn? Wo bist du? Schön, dass du auch mitgekommen bist.
Sag mal, das sind ja tolle Neuigkeiten. Deine Freundin bleibt hier? Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Ich habe Frau Jansen in der Lobby getroffen. Ist erstaunlich, dass du sie siehst. Ich weiß eben, was sich gehört. Ja, dann können wir jetzt anfangen und zu den wichtigen Sachen voranschreiten. Hm? Na, du bist ja längst eingeplant, aber wenn du jetzt auch noch deine Lieben um dich hast, umso besser. Und was mit dir, mein Freund? Bist du auch dabei? Ich würde erst mal gerne wissen, wie das alles überhaupt laufen soll. Ganz einfach. Jeder, der mitarbeitet, bringt andere Leute mit rein. Freunde, Bekannte, ehemalige Arbeitskollegen, Familie. Und dann sind wir eine große Community und haben Fun. Du willst ein Westerndorf hochziehen. Das muss doch alles irgendwie auch geplant werden. Ja, dafür habe ich euch. Ihr habt's drauf. Ja, und die anderen? Ja, die werden von euch eingelernt. Ja, ich verlege garantiert keine Starkstromleitungen mit Laien. Natürlich nicht. Bei solchen Dingen, da kommen natürlich die Profis ins Spiel. Ja, und Profis arbeiten nicht umsonst. Also, jetzt lass mal hören. Wie hast du dir das vorgestellt mit der Bezahlung? Also, da bin ich ganz auf seiner Seite. Verträge müssen schon sein. Dafür ist es jetzt noch ein bisschen zu früh, aber da macht ihr euch mal keine Sorgen. Gut. Okay. Also, solange das mit der Bezahlung nicht geklärt ist, dann mache ich gar nichts. Na komm, alles zu seiner Zeit, ja. Ich muss jetzt auch weiter. Ich muss noch zum Bauamt wegen den fliegenden Bauten, Kulissen. Habe ich gerade eben erst erfahren. Wir hören, ja? Es wird gut. Na, siehst du? Ja. Sobald es ums Thema Geld und Verträge geht, dann weicht er aus. Ja. Vielleicht ist es wirklich einfach noch zu früh. Community. Fun. Das heißt doch nur, dass Familie und Freunde umsonst arbeiten sollen. Und ein, zwei Idioten tragen für wenig Lohn die Verantwortung. Nee, nicht mit mir. Also, für mich klingt das nach einem Projekt, was einfach ein bisschen anders ist. Ah. Du sagst später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Der Typ ist mir nicht geheuer. Dann ich für meinen Teil. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Manu. Franka, lass gut sein. Du wirst hier kein Netz bekommen. Es macht mich rasend, wenn ich mich hilflos fühle. Das bringt aber auch nichts, wenn du jetzt die ganze Zeit darüber aufregst. Es ist wirklich schwer zu akzeptieren. Mann, gleich kommt die Journalistin der NOZ in die Gärtnerei und dann... Ist das kein Weltuntergang, okay? Ich kann es nicht leiden, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen. Tja, dann ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, das zu üben. Oder glaubst du, in Zukunft wird das anders laufen? Was? Naja, wenn unser Baby da ist, wird sich das Kind nicht deinen Plänen unterwerfen. Am Anfang ist es mir doch eh komplett ausgeliefert. Es kann weder laufen noch sprechen. Nicht mehr essen kann es ohne mich. Oh, wie süß du guckst. Ich freue mich auf unser Baby. Sehr. Und den Rest kriegen wir auch hin. Hörst du das? Das ist ein Auto. Frau Bartelt, ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem Spa. Viel Freude. Vielen Dank. Ja. Ah ja, den Champagner bitte auf die 103. Danke. Selbstverständlich. Das Paket bitte zur Rezeption. Bravo. Frau Jansen, kann ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten? Gern. Noch einen Darjeeling für Frau Jansen, bitte. Ja, sehr gerne. Ach, meine Liebe, Sie sind so professionell. Es ist eine Freude, wirklich. Vielen Dank. Herr Kühn, kümmern Sie sich um die Herrschaften? Das Salzmuseum, wissen Sie da was? Ja, ja. Ja, guten Tag, Fährmann. Richtig, die Anfrage kam von mir. Es handelt sich um eine kleine Gruppe von 5 Personen. Haben Sie da noch Kapazitäten? Zu klein? Ja gut, dann packen Sie doch einfach die kleine Gruppe zu einer anderen dazu. Wer ist Herr Barkan? Ja, perfekt. Ich danke Ihnen vielmals. Tschüss. Herr Barkan ist der Gast aus Zimmer 307 und er beschwert sich über das Bild über seinem Bett. Dann nehmen Sie es ab. Das geht nicht, weil es festmontiert ist. Und jetzt möchte er unbedingt den Geschäftsführer sprechen. Aber weder Herr Flickenschild noch Herr Böttcher sind da. Deshalb dachte ich, okay, alles klar, Frau Bergmann. Sie kümmern sich bitte darum, dass die Reisegruppe von vorhin erfährt, dass Sie um 16 Uhr noch an der Führung im Salzmuseum teilnehmen können. Und ich kümmere mich um Herrn Barkan. Geht klar. Und Frau Fährmann? Ja. Schön, dass Sie wieder da sind. Kannst du so
Situation schwierig. Ja, aber bewiesen ist es nicht, dass Mama den Pilz übertragen hat. Ja, aber es macht Mama trotzdem verrückt. Stimmt. Und wenn sie jetzt tagsüber noch sich hinlegt, dann ist es richtig schlimm. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ach ja? Als ich das ganze Geld an der Börse verzockt habe, habe ich mich auch schuldig gefühlt. Da ist ja wohl ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und der wäre? Du bist schuld. Und zwar eindeutig. Im Krankenhaus kann es theoretisch jeder gewesen sein, der es mit diesem Notfallpatienten zu tun hatte. Mama hat den Patienten ja nicht alleine verarztet. Dr. Jäger war auch da. Ja, er könnte es auch gewesen sein. Ach, jetzt lass mal das Glasbashing. Mann, das nervt. Wieso? Er kann die Pilze doch auch an den Fingern gehabt haben. Oder er hat so rumgestresst, dass Mama vergessen hat, ihre Hände zu waschen. Au! Wieso? Dieser Typ bringt doch nur Stress und Unruhe in unsere Familie. Stress mit Dr. Jäger hast ja wohl eher du. Oder wer hat in seiner Wohnung herumgeschnüffelt? Und wem droht jetzt die Anzeige, hm? Was weißt du schon? Aber du oder was? Hey Tina, ich bin's. Ich wollte mal hören, was los ist. Ist mit Luis wieder alles in Ordnung? Und von diesem Ernesto hast du ja noch gar nichts erzählt. Es wäre schön, wenn wir mal wieder live sprechen könnten. Okay? Also, melde dich. Hast du Tina immer noch nicht erreicht? Ah, Herr Wolf, was gibt's? Wir waren doch schon beim Du. Ich wollte dich einladen. Carla und ich machen eine kleine Werbe- und Infoveranstaltung für unser Westerndorf. Aha, wozu? Noch steht doch nichts. Ja, eben. Wir brauchen noch Leute, die mit anpacken, und ein, zwei Investoren wären auch nicht schlecht. Ach so. Du hast die Kohle also noch gar nicht zusammen. Es ist völlig normal, dass bei einem Projekt von so einer Größenordnung noch ein bisschen nachjustiert werden muss. Du willst Carla das Geld aus der Tasche ziehen und Leute wie Jorik umsonst für dich arbeiten lassen. Die beiden sind dabei, weil sie vom Westerndorf überzeugt sind. Ja. Und jetzt die große Werbeveranstaltung, um weiteren Trotteln das Geld aus der Tasche zu ziehen? Jeder, der Lust hat, kann sich informieren, wie alles läuft. Und dann kann er sich entscheiden, ob er mitmacht, investiert oder es bleiben lässt. Ja, genau. Och, Ben, du bist echt eine harte Nuss. Jetzt komm doch einfach vorbei und mach dir selber ein Bild. Zu viel zu tun. Komm schon. Bring dich auf andere Gedanken. Hm? Nicht immer nur, oh, Tina hat noch nicht angerufen. Uns gibt Würstchen und Freibier. Ohne mich. Wir Kinder interessieren uns aber nicht nur für Blumen. Das Projekt Stadt der Zukunft finden nämlich alle toll. Ehrlich? Ja, Und es ist wirklich toll, dass wir hier heute sein dürfen. Hallo? Entschuldigung? Was ist denn hier los? Wahnsinn. Wir sind liegen geblieben. Ja, das ist Frau Böttcher, die Besitzerin. Und sie hat uns heute das Go gegeben, um diesen Kindertag zu machen. Ihr ganz allein? Fast. Also eine Verkäuferin muss natürlich hier bleiben und die Stellung halten. Wie sind Sie denn auf diese wunderbare Idee gekommen, Frau Böttcher? Die hatte mein Schülerpraktikant, Joe. Ja. Mir ist der ökologische Aspekt sehr wichtig. Und durch das Einpflanzen und Aussehen bekommen Kinder ein Gefühl für alles, was in der Natur wächst, ja. Am Kindertag dürfen Kinder und Jugendliche sich auch mal allein ausprobieren. Wie die Kinder hinten im Gewächshaus. Das Kinderbeet ist ja sehr kreativ. Da hinten sind noch mehr Kinder? Lilly und Sam. Ja. Ja, gut, dann gehen wir da doch gleich mal hin und gucken uns das mal an. Gleich, erst ein Foto mit Ihnen, Frau Böttcher, und Joe. Ist das okay? Ja, gerne. Okay. Hey. Hey. Na? Du sag mal, hast du vielleicht einen 8er Drehmomentschlüssel für Hennys Rad? Ja, klar. Schau mal unten im Wagen.
unten im Wagen. Hier ist nichts. Wo soll denn hier was sein? Klar ist da einer. Hier ist wirklich nichts. Hey, da unten. Also ja. Guck, ein Lift. Ja, Freundlichkeit auch. Brauche ich noch ein Achter. Ist gut. Hast du schlechte Laune? Hat sich Tina immer noch nicht gemeldet. Ich wüsste einfach gerne, was da los ist. Das darf doch nicht wahr sein. Das Westerndorf. Hm. Michaels Werbeveranstaltung. Hat es in die NOZ geschafft. Woher? Hier. So toll. Egal, wo man hintritt, man stolpert ständig über dieses Westerndorf. Sogar die NOZ berichtet darüber. Sind die sich für nichts zu schade? Naja, oder sie stufen das Westerndorf als seriöses Projekt ein. Seriös? Was bitte ist an Michael Wolf seriös? Der geht auf die Nerven mit seiner chronisch guten Laune und dem blöden Dauergrinsen. Tja, lass das Get-Together doch einfach aus. Ja. Ja, und du? Naja, ich wäre schon gerne hingegangen, aber ich bin verabredet mit Amelie. Ha, bist du glücklicher. Wir bringen den Wilden Westen nach Lüneburg. Information zum geplanten Westerndorf. Für alle, die sich beteiligen wollen, sagt Veranstalter Michael Wolf. Der will die Leute einlullen, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Komm schon, Ben, dein Gemecker nervt. Ich sag nur, wie es ist. Du posaunst einfach nur deine Vorurteile raus, weil du sauer auf alle und alles bist. Weil Tina sich nicht gemeldet hat und weil du aus irgendwelchen Gründen mit diesem Michael ein Problem hast. Deswegen spielst du hier diesen Angry Man. Angry Man, ja? Du, dann reit dich doch rein und bau ihm seinen Salon umsonst. Danke für den Drehmoment. Wir sehen uns zu Hause. Wie geht's, Herrn Weber? Unverändert. Wir können da hoffen, dass die Antibiotika anschlagen. Jetzt hör auf, dir die Schuld daran zu geben. Selbst wenn du diese Pilzinfektion übertragen haben solltest, dann ist es genauso gut meine Schuld. Unser ganzer privater Stress, das war einfach zu viel. Hat Leila auch gesagt. Warum wundert mich das nicht? Deine Tochter macht mich auch wirklich für alles Schlechte im Leben verantwortlich, hm? Aber kannst du sie denn gar nicht verstehen? Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Ja, natürlich ist es schwer, wenn die Eltern sich trennen, egal in welchem Alter man ist. Aber wenn die junge Frau versucht, olympisches Gold zu erreichen, dann könnte sie auch ein bisschen erwachsener reagieren. Wir streiten uns doch nur wegen ihr. Ich will das nicht. Ich doch auch nicht. Aber als ich mich von Mo getrennt habe, da habe ich nur an mich gedacht. An uns. Vielleicht an Mo, aber ich merke erst jetzt, wie egoistisch ich war. Das stimmt doch so nicht alles. Doch, meine Kinder tun sich schwer damit. Und für mich als Mutter ist das nicht zu ertragen. Ich will, dass die beiden wieder an erster Stelle kommen. Und wie geht's jetzt weiter? So, haut rein. Wir warten noch auf Joe. Was macht er denn da hinten noch? So, ihr könnt reinhauen. Joe ist noch hinten und zeigt der Journalistin von der NOZ das ganze Gewächshaus. Die beiden verstehen sich echt gut. Danke. Ihr habt mich echt gerettet. Ja, der Kindertag. Toller Einfall von Joe. Und dass ihr sofort mitgezogen seid, der Burner. Jack. Yeah. Auch Ihnen vielen, vielen Dank, ne? Ja, gerne. Joe hat ja wirklich an alles gedacht. Blumenverkäuferin. Gott sei Dank ist niemand reingekommen und wollte einen Strauß. Joe ist ja nicht blöd.
Vorne stand ein Schild, heute Kindertag. Ihr wusste ja, dass du keine Blumen binden kannst. Super. Also ich fange jetzt an. Ich auch. Also ich muss jetzt los. Vielen Dank für den spannenden Nachmittag. Ihr kommt gleich nach, okay? Heute ist Kindertag. Ich bleib bis zum Schluss. Mann, Sam, der war doch nur gespielt. Na und? Langsam fange ich an zu begreifen. Kinder sind echt wunderbar. Frau Fährmann. Herr Flickenschild, wie war Ihr Meeting in Hamburg? Nicht so erfolgreich wie erhofft. Ein wichtiger Sponsor droht abzuspringen, aber was machen Sie hier? Ich bin spontan eingesprungen. Frau Bergmann war etwas überfordert. Ich bin ihr zur Hand gegangen. Ach, und haben Sie gleich wieder Ihren alten Platz eingenommen? Alte Gewohnheit. Und Sie müssen sich in der nächsten Zeit um einen neuen Sponsor kümmern? Noch ist der alte nicht abgesprungen. Frau Fährmann, ich verstehe, dass Sie sich um das Hotel sorgen, aber ich verspreche Ihnen, ich werde es nicht gegen die Wand fahren. Das heißt, Sie wollen das Hotel auch weiterhin allein führen? Nur solange Herr Böttcher krankgeschrieben ist. Gut, dann, tja, also. Frau Fährmann, vielen Dank, aber wenn ich nicht gerade selbst, aber ich könnte mir keine bessere Vertretung für das Dreikönige wünschen als Sie. Dankeschön. Wiedersehen, Herr Flickenschild. Was ist denn los? Ja, nix ist los. Siehst du ja, das Event findet nicht statt. Was? Wieso nicht? Wo sind die ganzen Leute? Es ist niemand gekommen. Was? Wie kann das denn sein? War das zu kurzfristig oder wie? Neuer Shitstorm. Naja, vielleicht ist ja so ein Westerndorf doch nicht das Richtige für die nüchternen Norddeutschen, ne? Denkst du das wirklich? Da war doch dieser Artikel in der NOZ über die Veranstaltung heute. Ja, ja. Habe ich gelesen und mich ehrlich gesagt gewundert. Ja, wundert mich nicht. Die Reaktionen waren durchweg positiv, aber dann kam dieser Shitstorm hier. Cowboy Go Home, kein Westerndorf in dieser Region. Also, ich meine, Angry Rider. Angry Rider, wer soll denn das sein? Der Bruder von Easy Rider? Ich habe keine Ahnung. Biker? Naja, nicht. Nicht unbedingt. Ich. Dann war's vielleicht ein Fahrradfahrer. Und dann gleich dieser Hass. Ja, manche Kommentare gehen echt unter die Gürtellinie. Finanzierung können wir jedenfalls vergessen. Hast du recht behalten, Ben. Hattest ja von Anfang an deine Zweifel. Ich guck mal, was Mike macht. Hier. Danke, aber. Danke, dass du gekommen bist. Ja. Unser einziger Gast. Mann, machst du eigentlich auch noch was anderes außer Sport? Ich trainiere für Olympia. Du hättest trotzdem anpacken können. Oder staubsaugen jetzt unter deiner Würde. Wo ist eigentlich Mama? Sie ist in der Wäscherei, glaube ich. Und du hast sie einfach so gehen lassen. Mann, Leila, warum bist du nicht eingesprungen? Du weißt doch, wie viel Stress die letzten Tage hatte. Ich stecke voll im Training. Das ist jetzt dein Spruch für alles? Ist doch so. Außerdem, wenn Mama diesen Typen im Krankenhaus nicht kennengelernt hätte, dann hätte sie auch nicht so einen Stress. Und wenn du nicht in die Wohnung vom Doc eingebrochen wärst, hätten die beiden jetzt keinen Stress. Jetzt bin ich schuld, oder was? Mann, Leila, merkst du eigentlich, wie schwer du Mama das Leben machst? Jetzt tu doch nicht so. Dir ist es doch auch nicht egal, dass unsere ganze Familie gerade auseinanderbricht. Leila, natürlich nicht, aber... Was? Lass uns nicht streiten, okay? Von mir aus. Überleg dir lieber etwas, damit es Mama wieder besser geht. Ja, stimmt. Der Schokobrunnen!
Den hat Mama auch mal rausgeholt, als es uns schlecht ging. Lass das machen. Yes. Es war ausgezeichnet. Bitte geben Sie es weiter. Das mache ich. Dankeschön. Ein Espresso, bitte. Natürlich. Herr Flickenschild, wie gefällt es Ihnen denn in Costa Rica? Danke der Nachfrage. Es gefällt mir sehr gut. Ja, aber und sagen Sie das bitte nicht Merle. Ich bin auch froh, wieder in Lüneburg zu sein. Das kann ich gut verstehen. Mir geht es im Burgenland genauso. Frau Jans, Sie entschuldigen mich, aber ich habe im Hotel zu tun. Bitte, natürlich. Entschuldigung. Flickenschild? Wie bitte? Aus Ihrer Perspektive sicherlich nachvollziehbar, aber für das Projekt wäre das ein herber Schlag. Ich meine, vielleicht wäre es angebracht, dass Sie... Gut. Ja, verstehe. Wiederhören. Ja. Schlechte Nachrichten. Einer der Sponsoren von Merles Wiederaufforstungsprojekt ist gerade von Bord gegangen. Ach. Das heißt, ich muss mich um einen Ersatz kümmern. Sonst droht ein Stopp der Arbeiten im Regenwald. Ich verstehe. Und gerade von diesem Sponsor hat sich Merle so viel versprochen. Ausgerechnet jetzt, wo Herr Böttcher krank ist. Ich meine, jemand muss sich um das Hotel kümmern. Also ich wüsste jemanden auf Anhieb. Was, Sie sprechen von Frau Fährmann? Natürlich, Amelie ist wie geschaffen dafür. Oder? Wollen Sie Merle wirklich sagen, dass Ihre Sponsorensuche fehlgeschlagen ist? Sie sind doch extra deswegen zurückgekommen. Also in unserer Werbung kann es nicht gelegen haben. Ich meine, es lief alles gut bis zu diesem Kommentar von Angry Rider. Ja. Cowboy, go home. Das tut echt weh. Ich bin gebürtiger Lüneburger. Ja, aber da setzen sich natürlich alle drauf, dass du Amerikaner bist. Dass bei allen Posts und Reposts heißt es, man soll sich nicht auf dich einlassen, weil du ihnen das Geld aus der Tasche ziehen würdest. Da muss jemand richtig wütend auf mich sein. Aber wer denn? Alle lieben dich, außer Gunther vielleicht. Nee, Gunther wird sowas nicht machen. Das ist unter seinem Niveau. Aber was ist mit Ben? Wie kommst du denn jetzt auf Ben? Naja, wir sind nicht gerade Freunde und er ist Fan von Easy Rider, Route 66, also Angry Rider. Aber hast du nicht gesagt, dass er sogar bei uns mitarbeiten will? Ja, es war vielleicht etwas feuerlich. Aber bei dem Essen habt ihr euch doch gut verstanden. Das habe ich auch gedacht, aber Fehlanzeige. Was ist passiert? Wir sind heute zweimal zusammengerasselt. Er sagt auch, dass ich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehe, besonders dir. Und dass ich ein Ausbeuter bin, der andere Leute umsonst für sich arbeiten lässt. Das hat er so gesagt? Ja, so ungefähr. Aber es kann auch jemand anders sein. Also du meinst also wirklich, Ben ist Angry Rider? Ja, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, wird es passen. Das wäre dumm. Wenn jemand richtig wütend ist, ist das Gehirn ausgeschaltet. Okay, haben wir alles? Schokolade, Obst, Kekse. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Na, ihr? Oh, ich war froh, dass ich noch mal in der Wäscherei war. Die Kasse ging nicht auf und Frau Krause war froh, mich zu sehen. Und, habt ihr es hinbekommen? Schon, aber das muss sich jemand mal ansehen. Ich mach das. Du? Du hast zwei linke Hände. Was ist das denn? Unser Schokobrunnen? Tada! Wir dachten, es heitert sich etwas auf. Ach, seid ihr lieb, ey. Das haben wir früher immer gemacht. Immer wenn es einem von uns nicht gut ging. Ihr seid so süß. Komm her. Fast so süß wie Schokolade. Los, kommt. Things.
Peter. Ach, jetzt hör auf. Weißt du, er sagt einfach Danke und das war's? Du hättest dabei sein sollen. Im Hotel war die Hölle los und Frau Bergmann war komplett überfordert. Und du bist einfach so eingesprungen, ohne dass sich jemand gefragt hat. Ich hänge nun mal an dem Hotel. Und es fällt mir schwer mit anzusehen, wenn es nicht professionell abläuft. Ohne Hintergedanken. Was willst denn du mir hier unterstellen? Nix, sag du's mir. Im Hotel fehlt gerade der Geschäftsführer und Flickenschild übernimmt. Warum auch immer. Obwohl er sich längst aus dem aktiven Tagesgeschäft verabschiedet hat. Ich wollte nur helfen, mir nicht. Und könnte es sein, dass du diese Vertretung angenommen hast, damit du ihn bei der nächstbesten Möglichkeit vom Thron stößt? Was willst du damit sagen? Ja gut, wer ist dieser Julius Böttcher überhaupt? Ja, der kann dir mit Sicherheit überhaupt nicht das Wasser reichen. Also ich habe gedacht, du entspannst jetzt erstmal und atmest durch. Dann guckst du, wie es beruflich weitergeht. Ja, natürlich. Aber wenn einem die Gelegenheit vor die Füße fällt, wir brauchen auch gar nicht weiter zu reden. Flickenschild macht die Vertretung. Und jeder Ellbogen ist irgendwann wieder verheilt. Auch der von Julius Böttcher. Komm, wir lauschen jetzt mal den Vögeln. Von mir aus. Das ist Flickenschild. Hallo, Herr Flickenschild? Ja? Es muss doch irgendwie gehen. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann, Berger. Du hast doch richtig Mist gebaut. At Angry Rider. Kein Western für Lüneburg. Ami, go home. Lüneburg ist nicht der wilde Westen. Amis raus. Sattelt die Pferde und verpfeift sich. Die Heide gehört uns. Hey, Leute, 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 das war nicht... Ja? Hi. Hi. Du, ich wollte fragen, ob du Lust hast, ein bisschen Lasagne mitzuessen. Die Kids haben schon Pizza gefuttert. Ah, ich hab schon was gegessen. Danke. Hat Tina sich endlich gemeldet? Hm, was? Tina. Ach so, ja. Ja, hat sie. Alles gut soweit. Wir haben nur ganz kurz gesprochen, weil die Verbindung wieder so schlecht war. Was machst denn du da? Ich versuche nur, einen Post von mir zu löschen. Weißt du, wie das geht? Ich? Ja. Nee, ich habe keine Ahnung. Frag doch Lilly, die weiß das sofort. Das muss doch irgendwie gehen. Gibt's da nicht irgendwie so ein Menü, drei Punkte oder so? Hm? Was hast du gepostet? Ah, nichts. Ach, das ist ja praktisch. Dann musst du ja auch nichts löschen. Hm. Sag Bescheid, wenn du doch noch Lasagne möchtest. Ja. Drei Punkte. Ach, hier. Löschen? Ja. Gelöscht. Oh, also, ich bin pappsatt. Jetzt schon? Vielleicht sollte ich doch noch mal in der Klinik anrufen. Du willst jetzt wissen, wie es dem Patienten geht? Mom, wenn es was Neues gibt, werden sie sich schon melden. Eine Runde schaffen wir noch. Okay. Na dann, worauf warten wir? Ja? Herr Flickenschild, Sie wollten mich sprechen? Frau Fehrmann, ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte setzen Sie sich doch. Frau Fehrmann. Ich muss etwas ausholen. Also niemand hat mit so einer Professionalität und gleichzeitig so viel Fingerspitzengefühl dieses Hotel geführt wie Sie. Bis zu Ihrem bedauerlichen Abgang. Aber ich meine, Sie hatten Ihre Gründe dafür und ich habe in der Zwischenzeit Herrn Böttcher gefunden, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Der die nächsten Wochen ausfällt. Das schätze ich an Ihnen. Immer direkt auf den Punkt. Könnten Sie sich vorstellen, Herrn Böttcher, solange er krankgeschrieben ist, zu vertreten? Die Radiusköpfchenfraktur wurde arthroskopisch versorgt. Deswegen haben Sie jetzt auch eine Orthese statt dem Gips. Schonen müssen Sie sich trotzdem. Mir geht's hervorragend. Alles ist besser als der Gips. Wo sagten Sie nochmal, wurde die Erstdiagnose gemacht? Munster, Südheide. Ich war dort im Gelände joggen, das mache ich manchmal ganz gern. Die Kollegen haben sich geirrt. Nach unserer Kernspintomographie steht eindeutig fest, dass Ihre Fraktur nur minimal verschoben ist, sehen Sie. Hier. Ja, dann bin ich sehr froh, dass ich mir bei Ihnen noch mal eine zweite Meinung eingeholt habe. Sie sollten trotzdem noch ein paar Tage zu Hause bleiben.
Ich schreibe Sie krank, Sie müssen zur Reha. Geht das nicht ambulant? Ich würde wirklich gern wieder arbeiten. Wenn Sie mich so dringend brauchen. Ist das ein Ja? Ja. Gut. Dann stehen Sie ab sofort dem Team wieder vor. Ein kleiner Wermutstropf am Rande, an den Konditionen hat sich leider nichts geändert. Ich freue mich. Ja? Ein kleines Dankeschön von der... Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Nein, Sie kommen genau richtig. Darf ich Ihnen die neue Geschäftsführerin des Drei Könige vorstellen? Frau Fehrmann. Das ist ja wunderbar. Ja. Aber unser Vertrag gilt nur so lange, wie Herr Böttcher krankgeschrieben ist. Das ist die Vereinbarung, ja. Zu Hause fällt mir nur die Decke auf den Kopf. Es geht auf Ihre Verantwortung. Ja, die übernehme ich gern. Wir sehen uns dann bei der Nachuntersuchung. Mhm. Bis dahin, nehmen Sie die Reha bitte ernst. Selbstverständlich. Alles Gute, Herr Böttcher. Viel Spaß bei der Arbeit. Danke. Werde ich haben. Hey, Tina, ich bin's. In den letzten Tagen, da haben wir es ja nur ein einziges Mal ganz kurz erreicht. Deswegen, ich würde gerne mit dir sprechen. Ja, also melde dich mal. Gut, ich liebe dich. Und Luisa. Bis dann, melde dich. Hey, Ben. Hey, Carla. Das ist eine Überraschung. Bist du allein? Ja, du, komm rein. Setz dich. Willst du was trinken? Nein, danke. Ich wollte dich was fragen. Ja, klar. Michael und ich, wir haben noch mal über das verpatzte Event gesprochen. Michael glaubt, du hast den Post abgesetzt. Damit hättest du ja nicht nur Michaels Zukunft, sondern auch meine kaputt gemacht. Ben, sowas tust du doch nicht, oder? Du bist Angry Rider. Er will mich als Sekretärin einstellen. Ich möchte sie als Verstärkung, als Teil des Teams. Sie arbeiten beide zusammen. Warum rede ich eigentlich mit dir? Weil du die Hoffnung nicht aufgeben kannst. Und weil ich dich darin bestärken soll, dass du eine Zukunft mit Klaas hast. Angry Rider hat gerade wieder gepostet. Ja, aber warte mal. Er entschuldigt sich. Es ist aber so positiv, dass alle denken müssen, dass wir ihn gekauft haben. Weber? Was ist? Ich komme. Kreislaufzusammenbruch bei Weber. Wir müssen reanimieren. Du bleibst schön hier. Jens. Ja. Das macht es nicht besser, wenn Sie mir über die Schulter schauen. Da fehlt ein Komma.